1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio in der Freitagnacht. Freitag auf Samstag. Ja, wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt Karl und Karl ist 31. Hallo Karl. Hallo, grüß dich. Ja, um was geht's bei dir? Ja, mein Problem ist, ich hatte dieses Jahr Hodenkrebs. Mhm. Und habe auch dementsprechend einen Hoden verloren. Mhm. Und habe also mir ganz überlegt, ob ich mir einen Silikonhoden einpflanzen lasse. Ja. Und habe einfach aus Ego-Sachen gedacht, ja, ich mache das. Ja, was, glaube ich, soweit ich informiert bin, auch üblich ist, ne, in einem solchen Fall. Ja, man wird immer gefragt, ob man es will oder ob man es nicht will. Und in meinem Alter wird das einfach auch noch von der Krankenkasse bezahlt. Ja. Und jetzt ist einfach das Problem, dass ich immer denke, wenn irgendjemand das merken sollte, dass ich sofort in einer Erklärungsnot bin. Mhm. Und seitdem habe ich einfach Hemmungen. Wie fühlt sich das denn an? Ist das denn sehr, sehr merkbar, ein Unterschied? Es ist halt schon irgendwie so ein bisschen härter. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jeder sofort fühlen würde, aber ich komme mir halt einfach so vor, als ob jeder, der da anfassen würde, sofort sagt, ist das echt oder nicht? Also oder? Es ist nicht so klar, dass man im ersten Moment bei der ersten Berührung sagt, hier stimmt was nicht. Nein, das nicht. Da muss man schon genauer fühlen und abtasten und sich auch schon gut auskennen. Also es fühlt sich schon auf jeden Fall anders an, weil ein Hoden ist ja noch echt, ja, aber der andere eben nicht. Mhm. Und jetzt, ja, ich weiß es nicht. Ich hatte eben auch seitdem keinen Kontakt mehr, weil ich mir immer sofort irgendwie denke, ja, was ist jetzt, wenn es gemerkt werden würde? Ja. Seit wann ist der implantiert, der künstliche Hoden? Seit Februar. Seit Februar. Du hattest ja seit dieser Zeit keinen sexuellen Kontakt mehr. Nee. Zu niemandem. Jetzt frage ich vorab, weil ich das sehr, weil mich das jetzt erstmal am meisten interessiert, wie ist die Krankheit, wie ist der Zustand? Ist der Krebs im Griff? Ist der Krebs beseitigt? Ja, ich hatte jetzt alles, ich musste dann noch zur Bestrahlung und allem und also so weit, wie es jetzt ist, also ich muss jetzt alle 3 Monate noch zur Nachuntersuchung, die nächsten 5 Jahre, was natürlich auch eine Belastung ist. Ja, natürlich, ja. Ja, aber soweit ist es jetzt eigentlich in Ordnung. Also das, was man machen konnte, hat man gemacht. Und jetzt muss man halt diese Jahre abwarten, ob es weiterhin gut geht. Ja. Funktioniert sexuell denn sonst so alles? Ja, also mit Erektion oder so ist alles in Ordnung eigentlich. Aber nur für mich halt im Moment. Aber ich habe halt einfach die Hemmung, irgendwo hinzugehen. Und ja, jetzt erklär mir das mal. Ist es wirklich die Hemmung, dass jemand eventuell sagen könnte, da stimmt irgendwas nicht? Es ist halt wirklich so, wenn du irgendwie... Ja, und selbst wenn es dann so wäre, was ist denn schlimm daran? Ja, dann wäre doch irgendwie alles auch vorbei. Nehmen wir mal an, es wäre ein One-Night-Stand oder so. Und dann kommt die Frage, sag mal, ist das nicht echt oder was ist das? Oder ist das eine Verhärtung? Und dann müsstest du die ganze Krankheitsgeschichte erklären. Du meinst, wenn jemand dann erzählt bekommt, ich habe einen künstlichen Hoden, weil ich Hodenkrebs hatte, dann ist die ganze Sexualität und die ganze Leidenschaft verflogen. Ja, genau, davor habe ich halt einfach Angst. Mhm. Ich habe sowas noch nie angefühlt, ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, so wie du es gerade auch beschrieben hast, dass das nicht so frappierend ist, dass man das schon genau fühlen muss. So, das ist das Erste. Das heißt, lass es doch mal darauf ankommen. Lass es doch mal drauf ankommen. Ja, aber dafür habe ich halt wirklich... Ja gut, aber was kann denn passieren? Es kann passieren, dass sich das Ganze abbricht. Na okay, dann ist es halt so passiert. Aber das muss auch gar nicht so sein. Es kann ja auch sein, dass jemand sagt, okay, ist halt so. Und was ist da jetzt der Unterschied? Frauen lassen sich Brüste implantieren. Und da hat man auch Silikon. Die haben auch Silikon in der Brust. Ja, das stimmt schon, aber... Und da hat man Silikon halt... Ich bin schwul. Ja. Und ich denke mir halt irgendwie in
wenn das irgendwie Männer von sich selber irgendwie fühlen. Ja. Und dann den Unterschied irgendwie noch schneller merken. Mhm. Verstehst du, das ist irgendwie so. Ich verstehe, aber was bleibt dir anders übrig, als offensiv mit dieser Angst umzugehen? Ja, das ist halt irgendwie nicht cool wie bei Frauen, wenn man sagt, ich lasse mir irgendwelche Silikon in die Brüste machen und damit locke ich noch mehr Männer an. Also meine These ist jetzt erstmal meine fast schon Überzeugung, dass es wahrscheinlich gar nicht auffallen wird. So. Ja, das weiß ich nicht. Nee, ich weiß es auch nicht, aber ich vermute das erstmal. So, und wenn es dann auffällt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist die ganze Sache dann vorbei, dann ist es halt so. Mhm. Oder das ist jemand, der cool darauf reagiert und sagt, ja, okay, interessiert mich jetzt nicht. Können wir hinterher drüber sprechen. Also bleibt dir gar nichts anderes übrig, als die Sache jetzt anzugehen. Denn was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du jetzt dein Leben lang ohne... Lebens allein verbringen. Ja, das ist doch absurd. Es ist doch eigentlich sogar eine tolle Sache, dass man künstlich einen Hoden implantieren kann, dass es auch optisch wieder so aussieht wie vorher. Eigentlich wäre es doch viel komplizierter und schwieriger, wenn du vielleicht nur einen Hoden hättest. Ne? Ja, erkennen tut man nichts, aber es ist halt wirklich so eine Hemmung, weil ich für mich weiß, da ist irgendwas. Kannst du denn nicht zumindest deine ersten Versuche, deine ersten sexuellen Kontakte mit Leuten zu machen, die du kennst, die auch Bescheid wissen, wo du gar nicht diese Angst haben musst und wo du dich ja wirklich hast... das wissen eben nur Leute, die mir ganz nahe stehen, mit denen ich auch keinen sexuellen Kontakt habe. Ja. Also das ist, oder du gehst halt den anderen Weg, das heißt, wenn sich da irgendetwas anbahnt, dass du es von vornherein sagst, noch bevor irgendwas Sexuelles passiert ist, das könnte dich ja auch entspannen, indem du gar nicht verkrampft da liegst und denkst, oh Gott, hoffentlich merkt das nicht. Ja, aber das ist ja noch schlimmer, wenn man hingeht, hallo, ich hatte Hodenkrebs. Nee, finde ich nicht. Ist eine Schande, das zu haben? Was ist das für eine Denke? Nein, das nicht, aber es ist natürlich schon irgendwie eine Krankheit, wo viele Leute einfach abschreckt. Ja, gut, aber hör mal, was sind denn das wiederum dann auch für Leute, mit denen du es dann zu tun hättest, die sich deshalb abschrecken lassen, mit dir Sex zu haben, sexuellen Kontakt zu haben? Es ist keine ansteckende Krankheit und du bist, soweit es möglich ist, geheilt im Moment. Naja, klar. Ja gut, ich glaube auch, das ist einfach eine Kopfsache im Moment. Es ist total eine Kopfsache. Ich glaube, du musst einfach, und es ist höchste Eisenbahn, weil du schon ziemlich lange jetzt gewartet hast, du musst es einfach erstmal tun. Und einkalkulieren, dass da vielleicht irgendein Depp blöd reagiert. Und dann ist es halt so. Aber mach es. Ich weiß. Aber je länger du wartest, desto größer wird die Barriere für dich auch, da dann irgendwie aktiv zu sein. Du musst es tun. Und in dem Fall, wo du dich irgendwie verliebst, da ist es ja so eine ganz andere Sache. Dann würde ich es schon vorher sagen. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Aber bei einer reinen Sexgeschichte, geh es einfach mal an. Geh es einfach an, Karl. Ja. Alles Gute. Versuchen. Ja, alles Gute. Sei froh, dass die ganze Sache so abgegangen ist, wie sie bisher abgelaufen ist. Ja, natürlich. Ne? Es hätte auch schlimmer kommen können. Genau, das ist jetzt, sagen wir mal, das kleinere Problem, dieses noch zu überwinden. Wenn der Krebs jetzt weitergewuchert wäre und dann gar nicht auszudenken. Alles Gute, alles Liebe. Jo, danke. Tschüss, Karl. Ciao. So, ihr Lieben, Hinweis auf morgen. Morgen ist Promi-Besuch bei mir. Morgen ist der Superstar-Gewinner Alexander, mein prominenter Gast im WDR-Fernsehen um 23.30 Uhr. Und ihr könnt mitmachen, ihr könnt anrufen, live in der Sendung anrufen, live euch mit Alexander unterhalten, ihn fragen, Anmerkungen formulieren, ihr könnt was Kritisches sagen, was Privates, wie auch immer. Morgen sind ab 10:30 schon, also ab 22.30 Uhr unsere Leitung geschaltet, da könnt ihr anrufen. Und um 23.30 Uhr geht's dann los mit der Sendung. Oder ihr könnt auch mailen, jetzt schon, unter domian@wdr.de. Wenn ihr Fragen an Alexander habt, wenn ihr euch mit Alexander Klavs unterhalten wollt, dann mailt unter domian@wdr.de. Nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann auch zurückrufen können. So, hier ist Frank. Frank ist 32 Jahre alt. Hallo Frank. Hallo Jürgen. Ja. Fange ich am besten mal an. Sag mal eine Überschrift zu deinem Thema. Ja, ich habe vor, in die Pornobranche einzusteigen als Darsteller. So. Warum? Ja, weil mich das Thema als solches allgemein schon immer gereizt hat. So als privater Konsument, oder wie? Als privater Konsument, ja, und weil ich meine Sexualität eigentlich auch ziemlich freizügig auslebe, wozu auch solche Sachen wie Barplatzsex und solche Sachen dazugehören. Was für ein Sex? Ein Parkplatzsex. Parkplatzsex. Ja. Und aber stellt man sich das nicht dann ein bisschen einfach vor, und indem man denkt, oh, ich,
ich mache jetzt da meinen Beruf draus. Das ist ja ein hartes Geschäft. Das ist ja nicht einfach nur dann schönen Sex zu haben. Das ist richtig. Also ich sage mal, zu Anfang wird es vielleicht ein bisschen aufregend sein und das wird nachher mit Sicherheit schnell in Routine umschlagen. Vielleicht ist es gar nicht mal aufregend, sondern nur nervig und anstrengend und vielleicht auch verbunden mit sehr viel Lampenfieber. Mag sein. Wobei die Sache beim Paarplatzsex ist nun so, dass ich mir da hin und wieder auch schon habe zugucken lassen, mich auch schon filmen lassen habe und so ein Kram. Mhm. Also damit hätte ich nicht unbedingt die Probleme. Wobei man da wiederum die eigene Regie noch führen kann. Ja, nicht? Das ist ja was ganz anderes. Du bist in einer sexuellen Aktion beim Parkplatzsex. Ja. Ne? Du hast Spaß, du hast es eingeleitet und du bist Exhibitionist und hast Spaß, dass das jemand sieht. Aber in deiner Pornoproduktion gehst du in ein Studio. Da sind Beleuchter, da sind Kameraleute, da sind viele Assistenten. Da wird aufgebaut, da wird geschminkt und alles hergerichtet. Hm. Und dann musst du irgendwann auf Knopfdruck, musst du dann was machen. Naja, einerseits sage ich mir wiederum, man sollte es versuchen. Ansonsten sagt man sich vielleicht im hohen Alter irgendwann, ja, hätte ich mal versucht. Wäre ich doch mal Pornostar geworden. Ja, so ungefähr. Hätte ich es wenigstens mal versucht, entweder ich mit meiner Erfahrung reicher oder sowas. Was machst du denn für einen Beruf jetzt? Jetzt bin ich noch, ich sag's mal einfach so, ein bisschen verschlüsselt in einem Autokonzern tätig. In einem Autokonzern. Ah, verstehe. Bist du denn so gebaut, dass man sagen würde, ja, den könnte man sich so vorstellen? Naja, also ich bin also körperlich schon schlank, sagen wir mal so. Und wie groß bist du? Wie groß bist du, sage ich jetzt. Ja, also ich bin 1,85 groß. 1,85, wie schwer? 80. Ja, das ist gut. Und ja, ich meine, das ist ja eine legitime Frage im Pornogeschäft. Wie groß ist er? Ich denke mal normale Größe. Ist auch immer. Was ist normal? 16, 17. Ja. Ich glaube, die wollen es ein bisschen größer, ne? Weiß ich nicht. Es gibt ja unterschiedliche, mal größere und mal kleinere. Und ich denke mal, ja, das hängt auch oft damit zusammen. Also ich war zum Beispiel in Berlin auf der Venus vergangenes Wochenende. Und man stellt sich immer vor, dass die Kerle halt eben extrem große Schwänze haben und so weiter. Wenn man auch mal sieht, wie klein die ganzen Darstellerinnen sind, die da rumsitzen oder rumlaufen und so, ja, Kram, ist es kein Wunder, dass die Proportion derartig denn irgendwie auf den Rahmen fällt. So. Ist das jetzt erstmal nur so eine fixe Idee oder bist du schon näher angegangen? Hast du schon Kontakte aufgenommen, recherchiert? Ich habe mich in Berlin auf der Venus beworben. Was ist denn Venus in Berlin? Die Venus ist eine Porno-Erotik-Messe, keine Ahnung. Ach so. Also alles, was Rang und Namen hat in der Branche, ist da vertreten. Ja. Von Darstellern bis hin zu Produktionsfirmen und so weiter. Ja. Und da bin ich da gewesen und da gab es halt eben auch einen Stand, wo man sich casten lassen konnte. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass man da aktiv wurde. Ach so. Sondern ganz normalen Bewerbungsbogen ausfüllt und der kommt nachher in, sage ich mal, so eine Art Sammelkartei, wo dann nachher zurückgemeldet wird. Ach so. Wenn Interesse besteht. Das heißt, es kann sein, dass da jeden Tag jetzt irgendwie Post bei dir ankommt. Schauen Sie doch mal vorbei und wir werden uns mal ein bisschen näher mit ihm beschäftigen. Auf jeden Fall wird es so sein, man sagte mir das soweit, dass das, wenn es also soweit kommen sollte, das nächste Casting definitiv nicht früher als im Frühjahr 2005 stattfinden wird und dann auch in Berlin. So, da finde ich immer noch ein zweites ganz großes, wichtiges Thema, was man nicht zur Seite wischen sollte. AIDS. Ja. Mhm. Leider sind ja in den Hetero-Porno-Produktionen wird ja gearbeitet, in Anführungszeichen gearbeitet, man kann es auch Arbeit nennen, ohne Kondome. Ja. Bei den schwulen Produktionen ist es anders. Mhm. Das heißt, du setzt dich permanent einem Risiko aus. Das ist richtig. Ja? So, dann kommt immer die Leier und die Arie, ja, wir gehen ja regelmäßig zum Test, aber das ist alles Quatsch. Man kann sich ja direkt danach infiziert haben, nachdem man beim Test war. Ja. Und es geht eben nicht nur um AIDS, sondern es geht um viele andere Sachen auch. Das ist richtig. So, und dann ist die Frage, ist es dir das wert? Darüber habe ich mir auch meine Gedanken gemacht. Jetzt kommt vielleicht ein etwas flacher Vergleich irgendwie, aber... Ich fahre auch Auto und kann damit auch umkommen, oder was? Nicht so. Ich sag mal so, wenn ich jetzt in der Disco jemanden kennenlerne, ja, die ich mit nach Hause nehme und man wird dann halt eben sehr schnell aktiv und so ein Kram, ja, nimmt man auch nicht immer ein Gummi. Also, sollte man aber. Ja, sollte man immer. Aber das andere Ding ist auch wenn man sich länger kennt, nicht jeder geht den gleich, was ich, nach 3 Wochen oder 4 oder 5 los und macht einen AIDS-Test und so ein Kram. Irgendwann wird das Gummi dann doch in der Beziehung weggelassen, obwohl dieser Test noch nicht angefallen ist. Sollte man aber. Ja. Finde ich aber gar keine Frage. Ja, das ist, ne, schon richtig. Also Grundsatz immer, wenn ich mit Fremden Sex habe und auch solange diese Personen mir noch relativ fremd sind, immer geschützt. Punkt. Keine Diskussion. Mhm. So, erst wenn es wirklich zu einer Partnerschaft kommt und man Vertrauen hat und so, dann kann man... Ja, aber wann ist das Vertrauen da? Wann lässt man das Gummi weg? Beziehungsweise wann sollte man... Kann man theoretisch vielleicht auch nicht so sagen, aber es ist mit Sicherheit ein großer Unterschied zu der Arbeit als Pornodarsteller. Mhm. Ne?
Hast du eine Freundin im Moment? Ich habe momentan was kennengelernt, aber eine feste Freundin nicht. Achso, ist ja auch noch ein weiteres Thema dann, ne? Ja, also die Person, die ich kennengelernt habe, der habe ich das auch soweit gesagt und so. Ja. Was ich davor gehabt habe, beziehungsweise habe auch erzählt, dass ich das durchgezogen habe in der Bewerbung und so. Und sie ist dem Thema ganz relativ offen gegenüber. Du musst mir natürlich auch sagen, noch ist es so, dass wir ja nicht fest zusammen sind in diesem Sinne, jedenfalls nicht keine feste Partnerschaft führen, wie das nachher ist. Ich mir fast auch gar nicht vorstellen. Also ich bin fast sicher, dass die meisten Frauen sagen, wenn du jetzt regelmäßig Pornodarsteller bist, dass die ihre Schwierigkeiten damit haben. Nein. Na, verständlicherweise auch. Hätte ich auch Schwierigkeiten, wenn mein Freund, meine Freundin das machen würde. Hm. Könnte ich nicht so cool mit umgehen. Hm. Allein auch schon wegen der Angst, dass er oder sie sich irgendwas holt und dass man dann selbst noch angesteckt wird. Allein das wäre schon so ein Grund, dass ich sagen würde, nee, komm, vergiss es. Hm. Du bist natürlich scharf darauf, Kohle zu machen. Wie viel man da verdient, weiß ich nicht. Das hatte ich auch versucht zu erfragen, aber... Ich glaube, da herrschen auch wilde Fantasien. Ich glaube, so sehr viel Geld macht man da auch nicht, bis man irgendwie ein großer Pornostar ist. Und Männer werden das sowieso in Deutschland nicht so, wenn dann Frauen. Ja, also ich denke mal auch, je dreckiger und versauter das Ganze abläuft, umso mehr Kohle kriegt man vielleicht auch, nicht? Das ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, aber die Riesenmenge wird es auch nicht sein, zumindest nicht am Anfang. Mhm. Und dann ist noch die Frage, wie gehst du damit um, wenn deine Freunde, deine Verwandten, deine Kumpels dich irgendwann in Aktion am Porno sehen? Willst du das? Also ich hätte da insofern keine Probleme mit. Ach so. Wie gesagt, also Familie auch nicht? Familie auch nicht. Meine Eltern habe ich es auch erzählt und die haben gesagt, also im Großen und Ganzen bin ich alt genug. Ich habe das früher mit 18 schon mal gefragt und da hieß es dann auch, du bist alt genug. Und das, also tolerante Eltern. Ja, und der Freundeskreis ist eigentlich im Großen und Ganzen auch sehr tolerant, was das betrifft und sowas. Ne? Ja. Okay, dann werden die Probleme werden nicht da. Nee. Aber die gerade anderen formulierten, ne? Die sind da. Ich würde sehr, sehr, sehr skeptisch sein und würde warnen, das zu machen. Mhm. Außerdem kommst du da wirklich in eine Haifischbranche. Wirklich. Was heißt Haifischbranche? Ja, ich glaube, dass das eine sehr, sehr harte Branche ist und dass die Leute da sehr, sehr, sehr schnell ausgelutscht werden und rausgeworfen wieder werden, wenn das nicht alles so ist, wie sie es wollen. Und jetzt hast du einen ordentlichen, soliden Beruf, hast einen Job? Ja, das Ding ist auch das, also ich werde diesen Job nicht verlieren, aber ich werde auch diesen Job rausgehen. Ja. Aufgrund der momentanen Sparmaßnahmen, die allgemein überall so stattfinden und so weiter. Ja. Und bislang, ich hatte immer sonst drüber nachgedacht und war eigentlich immer so an die Arbeit gefesselt, konnte nie solche Termine wahrnehmen oder ähnliches. Ja. Und nun hätte ich also die Möglichkeit, das irgendwie wahrzunehmen, weil ich halt eben demnächst dann wohl da rausgehen werde. Ne? Gut, also natürlich muss jeder selbst die Erfahrung sammeln und dann letztendlich die Entscheidung treffen für sich. Wenn ich jetzt gerade mal so im Kopf zusammenfasse, also für mich wäre wirklich das Gravierendste dieser Gesundheitsaspekt. Hm. Finde ich schon, ja. Ja. Denk drüber nach nochmal. Hm. Ne? Und dann nicht, dass irgendwann irgendwas ist und du sagst, war es das wert? Hm. Als Gegensatz zu der Überlegung von gerade, dass du irgendwann ein alter Mann bist und sagst, ach, wäre ich doch in die Pornobranche gegangen. Ja, genauso gut kann ich ja auch sagen, hätte ich bloß nicht getan, das ist richtig. Das ist wenn aber. Und da kann dir letztendlich kein Fremder raten. Mhm. Man kann dich nur darauf aufmerksam machen oder sagen, hier, ist schon gefährlich. Mhm. Gute Entscheidung wünsche ich dir. Ja, danke schön. Lieber Frank, auf Wiederhören. Und viel Erfolg weiterhin, ne? Dankeschön, tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Thorsten ist hier, Thorsten ist 26. Ja, hallo Jürgen, guten Morgen. Ja, guten Morgen Thorsten. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, macht nichts. Um was geht's denn? Also mein Thema ist die Krankheit Narkolepsie. Was ist das? Das sind narkoseartige Schlafanfälle, die auf einmal auftreten. Narkoseartige Schlafanfälle? Ja, genau. Erklär, hast du das? Ja, genau, an der Krankheit leide ich seit ungefähr einem halben Jahr. Beschreib das mal genau, was das ist. Also du sitzt irgendwo im Sofa mit Freunden oder so und guckst einen Film oder bist am Autofahren. Und auf einmal kriegst du so eine Tiefschlafphase, also so leicht wegnickerst. Schlagartig? Schlagartig, ja. Das kann also sein, dass du mitten während der Autofahrt einnickst? Ja, genau. Das heißt, du schlafmäßig. Im Prinzip dürftest du gar kein Auto mehr fahren? Doch, also ich bin jetzt ja medikamentös eingestellt worden. Ja. Und ich nehme auch Tabletten, also das sind Betäubungsmittel, die ich bekomme. Betäubungsmittel? Ja, genau, das sind Tabletten, die nennt sich Vigil, das sind Betäubungsmittel, also die diese narkoseartigen Schlafanfälle aufheben. Ach so, mhm. Und damit darf ich also auch wieder Auto fahren jetzt erstmal. Ja. Wie hast du das vor einem halben Jahr, kam das von heute auf morgen?
das kam auf einmal plötzlich, dass das so auftritt, dass ich auf einmal so, auf einmal mir die Augen zufrieren und ich auf einmal so leicht weggesinkert bin. Und ist das dann wirklich ein Schlaf oder ist es eher eine Narkose? Also Schlaf im Sinne von träumt man da? Nee, träumen tut man da eigentlich nicht. Also man kriegt so einen narkoseartigen Schlafanfall. Also wie eine Bewusstlosigkeit quasi. Ja, genau. Ja. Wie lange dauern die dann maximal an, diese Anfälle? Das kommt ganz drauf an. Wenn man nicht geweckt wird, kann man erstmal so 1-2 Stunden schlafen. So lange? Und wenn man geweckt wird, dann ist man so innerhalb von 1-2 Minuten, je nachdem man geweckt wird, also wieder da. Ja. Und wie oft hat sich das, bevor du dann Medikamente genommen hast, wie oft ist das passiert? So 2-3 Mal am Tag. So oft? Ja. Mhm. Als das die ersten Male passiert ist, was hast denn du da gedacht? Du wusstest ja nicht, dass das eine Krankheit ist. Nee, ich habe mir da auch nichts groß bei gedacht. Ich habe da gedacht, ja, vielleicht hast du ein bisschen zu wenig geschlafen oder so. Mhm. Und aber auch wenn ich viel geschlafen hatte, zum Beispiel ausgeschlafen war, ist das auch aufgetreten. Ja. Und wenn man dann wieder wach wird oder geweckt wird, wie fühlt man sich da? Ist man da so zerschlagen oder fühlt man sich gut? Ja, so leicht benommen ist man dann halt in dem Fall, ne? Ja. Wie lange hast du es mitgemacht, bis du dann gesagt hast, ich muss zum Arzt gehen? Also ich habe das ungefähr ein halbes Jahr mitgemacht. Ich bin im Rettungsdienst tätig, als Rettungsassistent. Achso, dann ist es noch gar nicht lange diagnostiziert. Wenn du sagst, du hast es erst vor einem halben Jahr bekommen und dann... Ja, ja, und dann bin ich halt, weil wir einen Arzt bei uns auf der Wache haben, meinte er so, ja, was könnte das sein? Geh mal zum Neurologen, lass dich mal durchchecken, dass mal ein EEG gemacht wird. Ah ja. Da werden ja die Gehirnströme gemessen. Ja, genau. Mhm. Und die hat das dann halt festgestellt. Ja, das heißt also, die Diagnose ist noch relativ neu, frisch. Ja, für mich ist die relativ frisch. Also die Ärztin wusste da wohl schon was mit anzufangen. Daraufhin hat es ja auch diagnostiziert, aber ja. Ich selber kann es eben nicht. Ja, ja, ist klar, ja, ja, das ist mir schon klar, ja. Und jetzt bekommst du Medikamente und diese Medikamente verhindern das. Genau, die verhindern das, dass ich eben während der Fahrt oder während des Sitzens halt einschlafe, ne? Mhm. Verhindern die denn auch, dass du dann in der Nacht, wo du normalerweise schlafen solltest, dann einschlafen kannst? Also ich habe es am Anfang gehabt, da musste ich immer 2 Tabletten einnehmen, jetzt nehme ich nur noch eine ein, also dass ich wirklich dann auch, wenn ich abends eine genommen habe, wirklich in der Nacht auch fit war, bis morgens 6, 7, 8. Ach so, so soll es ja auch nicht sein dann. Nee, und deswegen bekomme ich halt nur noch eine Tablette und jetzt ist das wunderbar. Und die nimmst du morgens ein, wenn du aufgestanden bist? Die nehme ich dann morgens ein, ja. Ja, ja. Hat der Arzt und die Ärzte, mit denen du es zu tun hattest, erklärt, woher diese Krankheit kommt, was die Ursachen sind? Also ich habe es nachgelesen im Internet, über Google bin ich in die Suchmaschine gegangen. Es ist also eine Störung im zentralen Nervensystem, wird vermutet, weil so genau ist es auch noch nicht bekannt. Ja. Und die halt diesen Wach-Schlaf-Rhythmus blockiert. Ja. Und woher kommt diese Störung? Das war im Internet nicht weiter beschrieben. Und also hat der Arzt, wie gesagt, es ist bekannt, dass es wohl vom zentralen Nervensystem kommt, aber wo es jetzt genau herkommt... Ja, und warum es ausgelöst ist, hat dein Arzt ja auch nicht erklärt. Nee, das ist wohl bis jetzt noch nicht erforscht. Mhm. Sagst du noch mal deswegen bin ich halt bei dir auf der Suche, dass da vielleicht irgendwie Selbsthilfegruppen gibt oder... Achso, sagst du denn noch mal den Namen der Krankheit? Narkolepsie, also es wird geschrieben wie Narkose und dann Lepsie. Narkolepsie, ja. Genau, mit S-I-E am Ende. Ja. Hast du im Internet denn auch schon geforscht, ob es da irgendwie Foren gibt, wo Leute sich vielleicht treffen, die in ähnlicher Weise betroffen sind? Ja, habe ich auch schon geforscht, aber bis jetzt eben noch kein Ergebnis gefunden. Ja. Deswegen wende ich mich halt an dich, ne? Gut, das können wir natürlich machen. Wenn jemand eine solche Krankheit hat oder Erfahrungen damit hat, bitte uns mailen, bitte nicht anrufen, mailen unter domian@wdr.de und das geben wir dann an den Thorsten weiter. Also ich weiß wohl, dass es so eine Art Form wie Epilepsie sein kann, dass es aus der gleichen Richtung kommt, aber was es jetzt eben genau weiter ist. Was hat denn dein Arzt dir so erklärt? Musst du dich jetzt damit abfinden für dein ganzes Leben oder kann das auch wieder von heute auf morgen verschwinden? Also diese Krankheit wird ein Leben lang bestehen bleiben, sodass ich auch weiter medikamentös eingestellt werden muss. Ja. Und wenn das alles soweit in Ordnung ist, darf ich also auch meinem Beruf halt wieder nachgehen. Was hast du für einen Beruf? Ich bin Rettungsassistent. Ah ja, hast du gerade gesagt, genau. Das ging natürlich dann vorher schwerlich. Ja, aber jetzt wollen wir mal hoffen, dass halt alles wieder in Ordnung kommt, dass ich dann also Mitte November wieder arbeiten darf halt, ne? Mhm. Das heißt also im Prinzip kann man sich mit dieser Krankheit arrangieren. Diese Medikamente, die du nimmst, haben die starke Nebenwirkungen? Nebenwirkungen haben die sehr viele, also das war über eine halbe Seite, die auf diesen Nebenwirkungen war, zum Beispiel Appetitlosigkeit, man kann hyperaktiv werden dadurch, man kann Aggressionen bekommen.
Ja, diese Nebenwirkungen, was auf den Medikamentenbeipackzetteln steht, ist ja immer schrecklich, ne? Auch bei Antibiotika oder so, ist es ja ganz, ganz schlimm. Aber du verträgst es ganz gut. Ich vertrage es eigentlich ganz gut, ja. Narkolepsie. Genau. Heißt diese Krankheit. Also wer davon auch betroffen ist und gerne Kontakt haben möchte zu dem Thorsten, dann bitte an uns mailen und wir reichen es dann weiter. An domian@wdr.de. Also Jürgen, du warst jetzt echt meine letzte Hilfe, weil ich habe schon überall versucht, irgendwie mal zu gucken, aber über deine Sendung, die mir sehr gut gefällt. Dankeschön. Die ich jetzt im Moment, wo ich krankgeschrieben bin, auch regelmäßig verfolge. Ja. Also ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal probiert, jetzt bin ich ihr echt dankbar, dass ich mal durchgekommen bin. Gut, und dann drücken wir die Daumen, dass sich auch was tut und dass sich da Leute melden und ihr in Kontakt kommt. Alles klar. Alles Gute, Thorsten. Ich danke dir recht herzlich und schönen Abend noch, ne? Dankeschön, tschüss. Hier ist die Inge. Inge ist 50. Hallo Inge. Hallo. Ja, guten Morgen Inge. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Weswegen hast du angerufen? Es geht um mein Urlaubserlebnis. Ja. Ich bin dieses Jahr im August nach Gran Canaria geflogen, um meinen 50. Geburtstag alleine für mich zu feiern. Mhm. Es war sehr einsam und traurig, aber dann lernte ich plötzlich einen Mann kennen. Mhm. Am Geburtstag? Nein, nee. Später. Den habe ich alleine und traurig gefeiert. Ja. Für mich allein. Was hast du gemacht? Warst du irgendwie essen oder bist du am Strand? Nein, ich war nicht essen. Ich bin allein am Strand spazieren gegangen. Klingt traurig, ne? Ja, es war traurig. Aber hinterher, da hatte ich... Da ist der was. Das war es toll. Ich habe einen Mann kennengelernt. Erzähl. Der ist eingeschickt aus Holland. Und ich habe da gesessen da war so ein Alleinunterhalter. Ja. Der hat, jetzt muss ich aber, die Kasselroter Spatzen gespielt. Ja. Und ich habe, Kasselroter Spatzen, Heimaterinnerung und so. Ja. Und dann haben die holländischen Gäste mich angesprochen. Ja. Und so kam es. Weil du da alleine? Ins Gespräch kam. Weil du alleine saßt, haben die gesagt, komm, ich so. Ich saß da alleine, ja. Genau. Mhm. Und die konnten hoffentlich Deutsch oder du Holländisch? Der eine Mann, der Ron, den ich kennengelernt habe, kann Deutsch, weil er immer regelmäßig in Österreich Urlaub macht. Ach so. Mhm. So, dann hast du Ron. Um Ron geht es. Ja, es geht um Ron. Dann ich habe ihn kennengelernt. Durch die Kastelroter Spatzen? Nein, eigentlich gar nicht durch. Naja, aber durch die Musik und dann seid ihr ins Gespräch. Das ist einfach so gekommen. Ja. Mhm. So, und jetzt habt ihr euch dann in auf Gran Canaria verliebt. Ich habe mich in ihn verliebt. Wie alt ist denn Ron? Bitte? Wie alt ist Ron? Ron ist 42 Jahre alt. 42, also okay. Ja. Aber du sagst es so, irgendwie so mit so einem Ton, als wäre da ein Problem in der Luft, ja, oder nicht? Ja, es ist ein Problem in der Luft, in dem ich keine Adresse habe. Ach. Ja. Wie lange? Ich habe mich dermaßen in verliebt. Und wir hatten tollen Sex. Ja, was ist denn das? Wie lange wart ihr denn zusammen dann auf Gran Canaria? Ja, war eine Woche. Eine Woche? Ja, hatten wir noch einen tollen Sex. Wir konnten viel erleben. Tollen Sex, toller Ja, Ron. Wir sind am Strand spazieren gegangen. Alles super. Bis Playa de Ingles. Also ich war in Maspalomas. Achso, ich kenne mich da nicht so aus. Ja, das ist im Süden von Gran Canaria. So. Maspalomas und da sind wir bis Playa de Ingles spazieren gegangen. Hör mal, ich war nur mit dem Tankerslip bekleidet. und mit dem... Und wie, an nur den Schwulen und Lesben vorbei. Ja. Oh, das hat mich so fasziniert. Wieso hatte ich das und fasziniert? Und diesen Mann auch. Warum? Das hat mich so erregt. Wie, bei den Schwulen und Lesben vorbei? Ja, das hat mich erregt. Dich hat wahrscheinlich Ron erregt, aber nicht die Schwulen und Lesben, oder? Der Ron auch. Ja. Aber ich hab... Das war so toll. Naja, auf jeden Fall... Ich hatte noch niemals so ein tolles sexuelles Erlebnis gehabt. Ist ja wahr. Wo? Am Strand oder dann hinterher im Hotel? Hinterher im Hotel. Hinterher im Hotel. Also wir waren auch schon vorher im Hotel. Ja. Also am ersten Abend haben wir uns schon das erste Mal geliebt. Wie lange bist du denn schon Single? Ich bin seit 1983 Single. Oh ja, lange Zeit. Lange Zeit, ja. Aber ich habe aber einen verheirateten Partner. Wie, du hast einen verheirateten Partner? Ich bin mit einem verheirateten Mann befreundet. Ach so. Ja. Das heißt, du bist er in einer... Er sagt, ich soll da kein Problem sehen. Also, das wäre nicht mein Problem, das geht nur ihn an. Also Moment, du bist nicht verheiratet, aber du hast schon ein Verhältnis. Ich habe ein Verhältnis mit einem Mann hier in meinem Ort. Hier in deinem Ort schon, ja. Und schon länger. Schon länger, schon mehrere Jahre. Ja, aber der wiederum ist verheiratet? Der ist verheiratet und konnte nicht mit mir nach in Urlaub fliegen. Und dann musstest du armes Ding dann alleine ja, dann 50... Ja, ich bin armes Ding, bin alleine nach Gran Canaria geflogen. Ja. Ganz alleine und ängstlich und... Oh.
Ja. So, jetzt war jetzt dein Freund bei dir in dem Ort. Ja. Der weiß das von Ron. Der hat das erfahren, und indem er merkte, wie ich mich verhalten habe. Und dem ist das egal? Nein. Nee, dem ist das nicht egal. Nein, er ist nicht, der ist sehr eifersüchtig. So, aber jetzt nochmal zurückzukommen. Ihr habt eine Woche eine super tolle Zeit und ihr tauscht nicht eure Adressen aus? Nein. Aber was ist denn? Aber warum nicht? Ich wollte das irgendwie nicht, aber jetzt tut's mir so leid. Aber ich verstehe es gar nicht, warum wolltest du das nicht? Er hat auch gesagt, da waren so hübsche junge Mädchen. Und ich war ja bin 8 Jahre älter als er. Ja, ist doch wurscht. Ja, aber... Aber warum, sagt er, erklär es mir, warum tauscht man dann nicht die Adresse oder zumindest die Telefonnummer aus? Er hat gesagt, er will unabhängig bleiben und in mir sehe er die Sicherheit, unabhängig bleiben zu können. Er ist Junggeselle. Aber du hast sogar gesagt, du hast ihm deine Telefonnummer auch nicht gegeben. Nein, ich wollte das auch nicht. Warum nicht? Aber jetzt, im Nachhinein, tut es mir sehr, sehr leid. Das höre ich jetzt schon, aber ich bin jetzt eisern. Ich will wissen, warum du ihm nicht deine Telefonnummer gegeben hast. Ich weiß es nicht. Ich war so fasziniert von dem ganzen Urlaubserlebnis. Gerade dann ist man doch gerade... Ich habe mich nicht getraut, ihn zu fragen. Und er wollte es von sich aus nicht rausgeben? Nein, hat er nicht. Was steckt denn dahinter? Ich habe mich nicht getraut, sage ich ehrlich. Mhm. Und das Urlaubserlebnis, das war so schön, dass da habe ich auch nicht so die Gedanken gehabt. Vielleicht ist Ron ja auch ein Filou. Inge, könnte ja auch sein. Ein Filou. Nee, könnte auch sein, dass der verheiratet ist. Nein, der hat gesagt, er ist Junggeselle. Hat er dir gesagt? Wenn der wirklich Junggeselle wäre, wieso gibt der dir dann deine Telefonnummer nicht? Oder wieso? Wahrscheinlich will er viele Frauen erleben. Das kann ich ja gar nicht wissen. Nee, aber das ist doch immer gut, eine Telefonnummer mehr dann im Handy zu haben. Wo man hinfährt, hat man eine Frau. Da stimmt was nicht, dass der das so geheim hält. Das macht mich ganz misstrauisch. Ich zermachtere mir das Gehirn. Ja. Schon seit meinem Urlaub. Wie kann ich diesen Mann erreichen? Ich möchte gern wieder mit ihm reden. Wenn ich nur mit ihm reden könnte. Wohnt denn Ron tief in Holland? Weißt du das? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Ich kann nicht sagen. Denn an der Grenze sieht und hört man uns auch. Ja. Ja. Ich hoffe das. Dann grüße ich Ron. Hallo Ron, hier ist Inge. Ja, aber das wäre natürlich ein großer Zufall, wenn er... Das wäre ein sehr großer Zufall. Kannst du das nicht irgendwie über das Hotel irgendwie rauskriegen? Das wollte ich auch mal fragen. Ginge das, wenn ich nach Maspalomas anrufen würde in dieses Hotel und würde, ich weiß die Zimmernummer, ich weiß genau, wann der eingecheckt hat, wenn er abgeflogen ist. Fragst du mich? Ich weiß es nicht, aber ich würde, wenn ich so scharf drauf wäre wie du jetzt, ich habe schon angerufen, aber da würde ich alles jetzt mal besetzt. Ja, da würde ich alles Mögliche in Bewegung setzen. Ja, ich habe schon mehrmals bei dir versucht anzurufen. Ja. War auch stets besetzt. Ja. Das habe ich jetzt geschafft. Na, siehst du. Mein verheirateter Freund, der ist jetzt weg. Ja. Wir gucken oft gemeinsam Domian. Ja. Und der ist jetzt weg, der feiert mit seinen Enkelkindern Geburtstag. Pass mal auf. Deshalb traue ich mich jetzt. Ich verstehe. Ich will dir noch einen Tipp geben mit dem Hotel auf Gran Canaria. Wenn du ihn wirklich kennenlernen willst, vielleicht ist das gar nicht so ein dummer Weg. Die werden natürlich nicht seine Adresse rausrücken, das machen die nicht. Aber du könntest ja mit denen telefonieren und sagen so und so. Und dann sagst du, du schickst einen Brief an das Hotel mit der Bitte, dass das Hotel diesen Brief weiterreicht an den Gast Ron. Das wäre doch vielleicht eine Idee, dann könnte Ron initiativ werden. Wenn er es denn will. Also wie ist das nochmal? Ich soll einen... Du redest mit dem Hotel... Ja, und ich telefoniere mit dem Hotel. Und schilderst das Problem. Mhm. Ne? Und dann sagst du, ich schicke Ihnen in das Hotel einen Brief. Und bitte reichen Sie den Brief weiter an Ron. Ja. So könntest du das doch machen. So, aber jetzt nochmal eine Frage zu deinem Liebhaber da in deiner Stadt. Was ist denn das für ein Verhältnis? Das ist ein Dorf. Ein kleines Dorf. In der Eifel. Okay. Wie ist das Verhältnis zu dem? Ich kenne den schon mehr als 6 Jahre. Mhm. Wir haben uns ineinander verliebt. Aber ist nicht und mehr er so hat gesagt, seine Frau würde nicht mehr lange leben. Mhm. Mhm. Aber sie lebt immer noch und ist sehr guter Gesundheit. So. Aber wir wollen auch hoffen, dass die gute Frau noch lange... Ja, ich hoffe das auch. Also ich
will ja nichts antun. Ist denn zwischen also, euch, ist inzwischen euch ein bisschen die Luft raus zwischen dir und dem Freund? Bei ihm nicht. Bei dir ich habe ja. ihn von meinem Freund Ron viel an der Sexualität, die ich mit ihm gelernt habe, beibringen können. Also. Und der mein Freund, der verheiratet ist, ja? sehr gelehrig. Also, ja, und das, das ist auch ganz gut. Und liebt das, mit mir Sex zu haben. Aber das ist doch auch schon mal ganz gut. Ja, jetzt der liebt nicht, das. Jetzt bist du nicht ganz alleine. Ich krieg keinen Orgasmus mit ihm. Achso, aber mit Ron ja. Ja, mit Ron habe ich es gekriegt. Ja, das ist das. Inge, ich kann dir in Sachen Ron nicht weiterhelfen, außer dem Tipp, den ich dir gerade gegeben habe. Ja, aber ich bin froh, das mal gesagt zu haben. Ja. Und wie gesagt, wenn ich du wäre und wenn ich so interessiert an Ron wäre, würde ich wirklich alles in Bewegung setzen, das rauszukriegen, wo er wohnt oder Kontakt zu ihm herzustellen. Und ja, diese Sachen. Soll ich das machen? Und mit dem Hotel, was ich gerade vorgeschlagen habe, wäre das schon mal ein Schritt. Ja, ein Brief. Ich versuche es. So, wenn du erfolgreich gewesen bist, mail uns doch nochmal. Oder mail uns mal. Mhm. Und dann unterhalten wir uns vielleicht nochmal und ich weiß zumindest Bescheid, was da los ist bei dir. Ja, ich werde es sagen. Also ich. Verabschiede mich. Ja, und ich liebe deine Sendung. Ich wünsche dir alles Gute und toi, toi, toi. Ja, danke Tschüss. Schön. Tschüss. Hier ist Saskia und Saskia ist 38 Jahre alt. Hallo Saskia. Guten Morgen. Jo, guten Morgen. Guten Morgen. Also mein Thema ist, ich bin 38, wie Sie sagten, und ich hatte noch nie Sex. Ach. Nee. Wie kommt's? Weiß ich nicht. Keine Lust? Nee, kein Interesse. Wir duzen uns, ne? Das ist einfach. Ach so, ja. Ja, ja. Okay, okay. Okay. Hast du denn schon mal einen Freund gehabt? Nein, hatte ich nicht. Auch kein Freund? Ich befriedige mich auch selbst nicht. Gar nichts? Nein. Mhm. Nichts. Keine Sehnsucht mal nach einem, nach einer Partnerschaft? Nein, das ist so, ich werde ja immer angesprochen von Frauen oder von Männern, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Schon mal verliebt gewesen? Auch nicht. Auch nicht, gar nichts? Nein. Alles komplett dicht? Nichts. Gar nichts? Nee. Hm. Auch keine Sehnsucht nach Zärtlichkeit, mal angehen? Auch nicht, nee. Hm. Fühlst du dich denn okay so dabei? Oder denkst du irgendwie, fehlt mir doch was? Nee, also ich meine, es gibt bestimmt mehrere, die das sowas haben, dass sie noch nie Sex hatten oder so. Bestimmt auch ältere Menschen. Ja, das gibt's schon, natürlich. Ja. Ja. Hm. Ich denke mal nicht, dass ich die Einzige bin. Ne? Nein, mit Sicherheit nicht. Mit nee, Sicherheit nee, nicht. Weil es wird ja so viel über Sex und so geredet, nur das ist immer blöd, man kann nicht mitreden, ne? Ja. Gut, durch deine Sendung habe ich ja, also ich höre sie zwar nicht oft, aber habe schon einiges also lernen müssen dadurch. Ne? So. Lernen müssen ist auch schön. Ja. Wie kam es denn, oder wie kam es oder wie kommt es, dass du nicht mal, ich meine, jeder ist doch so neugierig, nicht mal versucht hast, zumindest die Erfahrung der Selbstbefriedigung zu machen. Warum nicht? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe einfach kein Interesse. Mhm. Also ich interessiere mich ja selber für meinen Körper auch nicht. Mhm. Aber du wäschst ihn doch und ja, natürlich, das schon. Rasieren tue ich mich auch. Ja, siehst du. Ja, ja, das mache ich schon alles. Aber das ist nicht so, dass ich, wenn ich zum Beispiel duschen gehe oder so, dass ich, wenn ich mit der Brause da dran gehe oder so, dass ich da was empfinde oder so, ne? Ja, ja. Also das ist nicht. Also, ich frage es nochmal, ich habe es gerade schon so ein bisschen gefragt. Ist dein Leidensdruck? Nee, eigentlich nicht. Abgesehen davon, dass du nicht mit über Sex reden kannst. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nee. Nicht. Nee, weil ich lebe ja alleine und ich bin eigentlich glücklich, alleine zu sein. Ne? Das ist genau ein Punkt. Also ich finde, man sollte, einerseits kann man natürlich sagen, Sexualität gehört zum Leben. Naja. Gehört zur Natürlichkeit dazu. Andererseits darf man es auch nicht zu hoch bewerten. Und wenn jemand sagt, hier, ich habe mich so arrangiert und ich lebe gut und glücklich, würde ich da auch sehr vorsichtig sein, dagegen zu reden. Ja, aber das ist ja so, was ist denn, wenn ich zum Beispiel angesprochen werde? Ich habe auch so keine Erfahrung. Mhm. Ja, weil ehrlich gesagt, ich bin innerlich also noch wie ein Teenager oder wie ein Kind. Ja. Ja, also so 13, 14, außen bin ich Anfang 20 und Alter eben 38, das passt alles nicht. Ja, ja. Hast du, lass uns mal ganz weit zurückgehen, hast du in frühen Zeiten als Jugendlicher, als Kind mal schlechte Erfahrungen gemacht in puncto Sexualität? Nein, habe ich nicht. Soweit du dich erinnern kannst? Ja, soweit ich mich erinnern kann, nein. Es gab keinen sexuellen Missbrauch, keine Vergewaltigung? Nein. Irgendetwas Schlimmes, soweit du... Nee. Nee. Gar nichts. Nein. Mhm. Und deswegen ist das ja, ich war ja auch schon in der Therapie, aber die konnten mir auch nicht helfen. Ach, du bist deshalb in eine Therapie gegangen? Ja.
ich sollte mal wissen, woher das kommt, dass ich so kein Interesse dafür habe. So, wie lange warst du denn in dieser Therapie? Also ich war ja mehrere Therapien. Ja. Das letzte war 2 Jahre. 2 Jahre? 2 Jahre. Und was war das für eine Therapie? Psychotherapie war das. So hast du mit einem Psychologen zusammengesessen und ihr habt euch unterhalten? Ja, ja. Ja. Und so. Dabei ist nichts rumgekommen? Ist nichts rumgekommen, nichts, rein gar nichts. Du hast es nur gemacht aus Neugier, nach dem Motto, ich will mal wissen, woher das kommt. Ja. Du hast es nicht gemacht, um es zu verändern vielleicht. Nein, also ich sag ja, ich lebe sehr gerne allein. Ich könnte mir das auch mit einem Partner oder Partnerin gar nicht vorstellen. Mhm. Mhm. Ja. Und du weißt ja letztendlich auch nicht, was du vermisst, weil du es gar nicht kennst. Richtig. Ne? Also kann man auch gar nicht sagen, du vermisst das sexuelle Gefühle, weil du gar nicht weißt, was sexuelle Gefühle sind. Ja. Insofern ist es dann ja auch wieder okay. Ja, aber ich habe auch schon so überlegt, ja, ich bin nicht ganz gesund, ich bin auch behindert und ob das daran liegt, aber das kann ich mir nicht vorstellen, sonst hätten mich ja auch nicht viele so angesprochen. Ne? Was hast du für eine Behinderung? Ich bin schwer gehbehindert. Ja. Und habe dann eben noch andere schwere Krankheiten, ne? Nämlich? Ja, zum Beispiel schweres Asthma. Ja. Dann habe ich eine schwere Darmerkrankung. Ja. Ja. Also ich bin ja kein Mediziner, das kann man sich auch nicht so innerhalb von ein paar Minuten aus der Ferne schon gar nicht sagen, ob es da Zusammenhänge gibt. Ja. Eigentlich nicht. Es gibt viele schwerkranke Leute und behinderte Menschen, die eine irre Sexualität leben. Und ja, ja. Also das weiß ich nicht. Also so, ich muss auch sehr viele Medikamente nehmen und so, ne? Ist auch so, ich bin auch inkontinent. Mhm. Ja. Das kann natürlich sein, dass sich das dann irgendwie bedingt aneinander und du deshalb auch wirklich gar keine Lust empfindest. Aber ich finde, das Entscheidende ist wirklich, Saskia, wenn du sagst, ich habe mich damit arrangiert und ich lebe gut so, dann ist es halt so. Ja, aber ich weiß nicht, ich fühle mich einfach zu jung. Wenn ich sage, ich fühle mich wie 13, 14, dann denke ich mal nicht, mit 13, 14 hat man schon unbedingt Sex, ne? Würdest du denn nochmal einen Versuch starten wollen in Sachen Therapie? Habe ich schon versucht, aber das ist so ein Jahr Wartezeit und ja. Kann ich vergessen. Ich würde mal gerne eine Meinung hinzuziehen. Und zwar von meiner Psychologin, die das Gespräch jetzt mitgehört hat. Na, eigentlich habe ich keine gute Erfahrung mit Psychologen gemacht. Der letzte Moment, ja. Herr Domian, der letzte Psychologe hat mich mit Messer bedroht. Ne? Also da hört der Spaß natürlich auf. So geht's bei uns ja nicht zu. Ja, sie können mir auch nichts tun. Nein, ich will es dir nicht aufzwängen. Wenn du das nicht möchtest, dann musst du auch nicht mit meiner Psychologe sprechen. Ja gut, ich kann mit der Psychologe. Nein, ich fände es doch ganz interessant, was sie so aus vielleicht hat sie noch eine besondere Idee, die man nur als Fachfrau haben kann, was du tun könntest oder wie du dir auf die Schliche kommen könntest und so weiter. Mhm. Schaden kannst du nicht. Du kannst ja immer noch auflegen, wenn du die Faxen... Ja, kostet mich ja nicht. Nee, wenn die Faxen dicke hast, legst du auf. Okay, ja, ich hätte trotzdem noch eine Frage. Ja, bitte, doch jetzt diese Sendung da, ne? Samstags. Genau. Können Sie nicht mal sehen, dass Sie Dirk Bach reinkriegen? Dirk Bach kommt zu uns. Echt? Ja, Dirk Bach kommt, ich weiß das Datum nicht, Dirk Bach kommt irgendwie im Ende November, glaube ich, kommt zu uns. Boah, da muss ich nochmal versuchen durchzukommen. Ja. Dem wollte ich echt noch was fragen. Ja, also das sage ich schon vorher rechtzeitig Bescheid. Ah, super. Gut, dann legst du es auf und wir rufen nochmal an, okay? Okay. Saskia, tschüss. Ja, tschüss. So, dann nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen, Samstag im WDR-Fernsehen. 23.30 Uhr gibt es auch Domian, dann wieder mit einem prominenten Gast. Und mein prominenter Gast morgen heißt Alexander, ist der Superstar-Gewinner. Deutschland sucht den Superstar Alexander Klavs. Und ihr könnt mitmachen, ihr könnt anrufen, genauso hier wie bei dieser Sendung. Und ihr könnt euch unterhalten, ihr könnt euch mit Alexander unterhalten, ihr könnt euch mit ihm streiten, ihr könnt Fragen stellen und so weiter. Wenn ihr das gerne machen möchtet, dann könnt ihr per Mail euch jetzt schon anmelden unter domian@wdr.de. Nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Oder morgen eine Stunde vorher, schon ab 10:30 morgen Abend, ab 22.30 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Und um 11:30 geht's dann los. Alexander Klavs hier zu Gast bei Domian. Tommy, 43 Jahre alt. Hallo Tommy. Guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Ja, dein Thema. Ich hab da eine Frage, weil ich geht jetzt so, was ich vorhin gehört habe, so um Mamasöhnchen-Syndrom. Ging's zwar nicht, aber egal. Nee, ging's, nein, ich meinte jetzt von mir. Ach so, bei dir, ja. Ja, ja. Du bist ein Mamasöhnchen. Bist du? Nein, eigentlich überhaupt gar nicht so. Mein Problem ist eigentlich, ich bin im Moment bei einer Renovierung meiner Wohnung. So. Jo. Ja. Deine und eigene Wohnung, in der du alleine wohnst. Ganz genau. Ja. Und meine Mutter steckt sich immer wieder da rein, wie ich meine Wohnung einrichten soll. Die Wand wird gelb gestrichen, sagt die Mama. Bitte was?
Die Wand wird gelb gestrichen oder so ähnlich, sagt die Mama. Nein, also die Wand ist im Prinzip schon fertig, aber das Ganze, die Schränke und so und überhaupt und der Fernseher, ja, und der Videorekorder, ja, und das ganze Geplärre, ich glaube eigentlich, das könnte man so unter Generationskonflikt dann eben. Wie alt ist denn die Mama? Mami ist, wird jetzt 68. 68. Und ja, ist das jetzt hier deine erste Wohnung? Ansonsten habe ich immer nur bei Mama gewohnt, ja. Ach so, du bist gerade quasi dabei, deine eigene Wohnung herzurichten. Ja, das habe ich gemacht. Nee, das frage ich. Bis wann hast du bei deiner Mutter gewohnt? 17 Jahre. Bis wann hast du bei deiner Mutter gewohnt? 17 Jahre. Bis wann hast du bei deiner Mutter gewohnt? Bis letztes Jahr oder bis gestern oder bis 1990 oder wie lange? Bis wann? Ja, umgezogen bin ich jetzt vor 6 Jahren. Vor 6 Jahren. Also wohnst du schon seit 6 Jahren in deiner eigenen Wohnung? Genau. Ja. Und trotzdem redet die Mama da rein? Ja. Ja. Wohnt die Mama denn in der Nähe von dir? Genau neben mir. Genau neben dir? Jo. In einem Mietshaus? Nein, Hochhaus. Gut, in einem Hochhaus, aber auf gleicher Etage? Gleiche Etage. Ja. Hast du eine Partnerin? Nein, im Moment nicht. Nein. Früher schon mal gehabt? Ja. Ja? Ja. Und wie ist da die Mutter? Aber dann eben nicht in der eigenen Stadt, sondern in Itzehoe in Schleswig-Holstein, ne? Ach so, dann bist du hin zu der Frau gefahren. Genau. Und du hast die Frau nicht mit nach Hause genommen? Sie war bei uns. Und was hat die Mutter da gesagt? Sie war begeistert von ihr. Ach, sie war begeistert von ihr. Ach so, ja, klar. Ja. Also klar ist ja, deswegen, es nicht. Ja, ich wollte ja das ja jetzt, das Gespräch jetzt nicht so lange machen, aber... Keine Sorge, ich unterhalte mich gerne, ja, mit dir. Ja, Domian, wenn du meinst. Ja. aber im Prinzip war das eben so, dass meine Freundin eben Schluss gemacht hatte. Ja. Und ich wusste ja nicht, wohin. Und dann bin ich zu meiner Mutter gezogen. Ach so, ja. du hast vorher dann bei der Freundin gewohnt. Wochenendbeziehung. Verstehe. So, okay, aber lass uns nochmal zur Wohnung kommen. Du renovierst deine Wohnung und deine, genau, Mutter, obwohl es deine Wohnung ist, quatscht dir da immer zu rein, mach dieses, mach jenes, mach dieses. Richtig. Das größte Ding, was sie sich gerade vor ein paar Stunden geleistet hat, also als die Läden noch offen gehabt haben, ja, hat sie mir einen CD-Ständer mitgebracht. Ein CD-Ständer? Genau, und hat gesagt, so, das kannst du doch gut gebrauchen. Ist doch eigentlich nett. Und als ich dann gesagt hatte, was soll dieser Quatsch? Davon habe ich doch genug. Ja. Ja, ich wollte ja nur einen Gefallen tun. Ja, ist ja vielleicht auch nett gemeint, aber ich... Es ist ewig nett gemeint. Ja, genau, ich wollte gerade darauf hinaus. Es ist natürlich eigentlich so nett gemeint, aber eigentlich respektiert sie nicht, dass du deine eigene Welt da hast, ne? Ja. In der du regierst und nicht sie. Genau. Ja? Aber weißt du, wer da auch schuld dran ist? Na, ich. Du, ja, genau du. Du bist ein Mensch, ein erwachsener Kerl, ein sauerwachsener Kerl von 43. Ja. Da muss man natürlich die Mama gerne haben, das ist auch richtig so. Aber man muss der Mama auch Grenzen ziehen, damit die kapiert, ja, das ist meins und das ist deins. Ja, das Problem ist ja auch, Domian, wir können uns ja auch über Gott und die Welt unterhalten und, ja, über Arbeitslosengeld 2 und was weiß ich, was da 2005 alles los ist. Ja. Nur so wie jetzt habe ich sie noch nicht erlebt und deswegen rufe ich ja auch an. Ja, lebt der Vater auch noch? Nein. Also die Mama lebt alleine? Ja. Wie ist es denn dann so? Bist du denn auch schon mal richtig wütend und zeigst ihr die Grenzen oder hast du so ein bisschen Schiss vor ihr auch? Nein, reichlich und satt. Also Grenzen zeigen. Und es hilft aber nicht? Nein. Mhm. Ja, sie wird sofort immer gleich wütend. Mhm. Ich hatte ja schon gesagt, ich weiß auch nicht im Moment, wie ich auf ihr reagieren soll, weil ich mag dann auch nicht so gerne, oh Mama, geh jetzt bloß raus. Ja. Also, verschwinde. Ich will dir mal sagen, so hart das jetzt auch klingt, wenn alle Stricke reißen und wenn die Eltern das nur wirklich nicht kapieren und immer noch reinquatschen wollen, obwohl der kleine Junge schon 43 ist, ja, dann muss man die Eltern auch mal rausschmeißen. Ja. Und da muss man hart sein.
Ja, das Einzige, was mich jetzt bei deinem Satz stört, ist eben dieser kleine Junge. Ich weiß, wie alt ich bin und ich weiß auch, ich stehe auch mit dem Bein im Leben. Ja, dann zeig das deiner Mutter gegenüber auch. Ja, zeig ich ja, das ist ja gerade das. Aber noch nicht genug. Zeig ich ja. Aber offensichtlich nicht genug, weil du dich nicht durchsetzt. Ja, Domian, was soll ich denn machen? Du sollst härter sein. Ich kann ihr doch dann jetzt nicht meine Haustür Schlüssel wegnehmen und sagen, du kannst mich doch mal. Ja, das so böse muss das nicht ausdrücken, aber ja, siehste, aber haben wir da ja wieder das Problem. Nein, aber du kannst ihr, wenn sie es wirklich nicht schluckt, dass es dein Reich ist und wo sie nicht rein zu quatschen hat, dann nimmst du dir eine Schlüssel weg und sagst, pass mal auf, so lange, bis du das kapierst, sind wir erstmal jetzt getrennte Leute. Ja, das dachte ich mir heute Abend auch, ja. Ich glaube, nur so funktionierst du. Ich will ja darauf hinaus, dass ihr wieder irgendwann ein gutes Verhältnis habt. Aber irgendwann muss es vielleicht auch mal erstmal krachen im Karton, bis alles richtig geregelt ist und geordnet ist. Domian, es kracht im Karton und das nicht erst seit gestern. Ja, aber offensichtlich nur nicht. Sie hört einfach nicht auf. Ja. Sie sagt dann, was, wenn ich sage, Mama, das möchte ich aber nicht. Mhm. Ich möchte es nicht so haben. Mhm. Das ist meine Wohnung. Mhm. Und ich möchte das gerne so haben, wie mir es passt. Ja. Es ist meine Wohnung. Ja, dann sagt sie, alles klar. Und 5 Minuten später macht sie genau das, was ich ihr verboten habe. So, dann nimmst du ihr den Schlüssel weg als nächstes. Okay. Schließt die Tür zu. Und dann ist erstmal Sendepause zwischen euch beiden. Damit die alte Dame kapiert, der meint das diesmal wirklich ernst. Und jetzt ist nicht mehr zu spaßen. Hm. Ich glaube, die nimmt dich gar nicht ernst. Nee, ich glaube auch. Ja, das hat sie auch die ganzen Jahre schon nicht ja, gemacht. Ja, das glaube ich. Und das ist so eingebrannt, so ritualisiert, euer Verhalten, weil du ganz schon dran... Ganz genau so ja, ist das. Ja. Und da hilft dann wirklich nur noch einmal erst die brachiale Methode. Du sollst sie. Ja, das finde ich wirklich. Damit du kein Mamasöhnchen bist. Ja, was soll ich anderes sagen? Ja. Du hast recht. Ja, dann wünsche ich Gutes gelingen, mein Lieber. Alles klärchen. Tschüss, Tommy. Okay, tschüss. Tschüss. Patrick, 20 Jahre alt. Hallo, Patrick. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Na? Ja, ich habe auch ein Anliegen. Was hast du da liegen? Ein Anliegen. Ein Anliegen. Ja. Ich verstehe, ich habe da einen Mann liegen. Also. Nein, so war das nicht gemeint. Also. Ja, und zwar geht es unter anderem mit meiner Freundin. Mhm. Ich bin mit der jetzt fast 6,5 Jahre zusammen. Wow. Ja, genau. Und wir haben unsere erste Wohnung gemeint. Ich muss etwas weiter ausholen, aber fass mich kurz. Ja. Und zwar ist das so gewesen, ich bin ein Heimkind und bin aus dem Heim ausgezogen mit meiner Freundin zusammen in eine Wohnung. Also. Und war das denn so betreutes Wohnen am Anfang? Nee, also ja, was heißt betreutes? Also anfangs des ersten 3 Monate war es betreutes Wohnen. Ja, ja. Mhm. Und danach stand ich auf eigenen Füßen. Meine Lehre angefangen und ja. In der erste gemeinsame Wohnung sind wir zusammen eingezogen. Mhm. Dort haben wir 1,5 Jahre ungefähr gewohnt und jetzt haben wir, ja, seitdem haben wir bis heute unsere eigene gemeinsame Wohnung, eine größere. Ja. Und hast du deine Lehre abgeschlossen? Ja, meine Lehre habe ich abgeschlossen, bin auch berufstätig und so. Was machst du? Ich bin Straßenbauer. Straßenbauer, ja. Ja, also ein ziemlich harter Job auch. Glaube ich und auch. Anstrengend und ja. Wie gesagt halt, wir haben hier gemeinsame Wohnung und ein großes Wohnzimmer, also ein Schlafzimmer, wo wir auch zusammen schlafen. Mhm. Und ja, meine Freundin und ich sitzen gerne abends vorm Fernseher und ich habe gerne manchmal meine Hand in der Hose. So wie El Bundy. Wie El Bundy? Ja, so ein bisschen mit dem Daumen oben raus? Genau, aber nur ist das Bier nicht in der Hand, sondern einfach nur die Hand in der Hose. Verstehe. Und der Daumen auch, ne, ja. Geht raus und sie sitzt so auch neben mir, hat auch nie was gesagt, gar nicht. Ja. Und das hat sie von Anfang an so bei mir mitgekriegt und sagt auch nie was. Ja. Und ja, einen Abend ist sie früher zu Bett gegangen und dann habe ich länger Fernsehen geguckt und dann gibt's ja diese sexy Sportclips. Ja. Und da ist ja immer so eine Musik bei. Und das kennt sie natürlich auch. Ja. Und dann haben wir, bevor wir ins Wohnzimmer reingehen, so einen Vorhang. Mhm. Und einen Abend stand sie dann plötzlich hinter dem Vorhang. Und dann hat sie gedacht, ich hätte mich selbst befriedigt. Weil du mit der Hand in der Hose da gesessen hast. Genau. Wie du immer sitzt. Genau, wie ich immer sitze. Aber du hast währenddessen Schweinkram geguckt. Ja, angeblich. Das ist nur durchs Umschalten gewesen. Und ach so. Dann, da zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch geraucht. Und dann habe ich mir eine Zigarette eingesteckt und habe aber zu dem Zeitpunkt gerade diese Musik laufen gehabt. Und das hatte sie gehört. Ich verstehe. Hatte dann gedacht. Eine Verkettung von unglücklichen Umständen und Zufällen.
Ja, genau. So, nun steht sie da in der Tür. Also nicht in der Tür, im Vorhang. Ja, genau. Du hast die Hose, die Hand in der Hose. Was sagt sie? Ja, gar nichts erstmal gesagt. Und dann habe ich es bemerkt, als sie mich gerade wieder zurückgelegt hat und gelehnt hat. Und dann habe ich es bemerkt. Ich sage, Huf, was machst du denn da? Ja. Was machst du da, fragt sie. Und dann, ich sag gar nichts. Ja, du friedigst das wohl selbst, ne? Ja. Ich sage, nein, ist nichts. Und habe ihr das dann auch gesagt, hier, guck selbst nach. Und dann überzeugte ich auch, ne? Und dann, ja, hat sie auch gemacht. Hat sich auch überzeugt. Hat sie nachgeguckt? Ja, hat sie auch Hose, ne? Weggenommen. Und, ja, und hat dann auch gesagt, ja, ist in Ordnung, ne? Ja. Aber, naja, bin ich ein bisschen vorsichtig, sagt sie. Und dann ist sie auch wieder zu Bett gegangen und das passierte dann öfters so, dass sie dann abends früher zu Bett gegangen ist und dass ich abends länger drauf blieb. Ach so. Und dass sie öfters dann auch stand vor der Tür und extra nur geguckt hat, ob ich auch und wirklich was mache. Und die hat jetzt die Vermutung und die Sorge, dass du dich selbst befriedigst, während sie schon im Bett liegt und du guckst dann irgendwelche Clips. Sexy-Sport, genau. Ja, ja, so gesehen, genau. Genau. Und aber dann war es ja nicht so. Und dann einen Abend kam ich spät von der Arbeit und, was heißt spät von der Arbeit, also eigentlich ja schon recht spät und völlig fertig und ich habe so ein schwarzes T-Shirt, Arbeits-T-Shirt gehabt und durch den Schweißer bleiben manchmal mal so Schweißflecken da. Mhm. Und war ich beim Duschen und dann kam sie auch mit an die Dusche ran, weil sie auf Toilette musste und dann hat sie das T-Shirt gesehen und dann dachte sie, das wäre mein Ejakulat. Hör mal, ihr seid 6,5 Jahre zusammen. Sie ist so alt wie du? Ja, sie ist jetzt auch 20 Jahre. 20 Jahre. Ja. Das würde ihr wirklich, ich meine, ich höre die ganze Zeit zu und denke, naja, und wenn er sich selbst befriedigt, ist er auch egal. Kommt ja noch. Was? Das Problem selbst kommt ja an sich noch. Ja, denn jetzt ist das ja so, dass sie seitdem das gesehen hat auf dem T-Shirt, hat sie wirklich die Vermutung, dass ich mich selbst befriedige. Ja. Auch nicht nur vorm Fernseher abends, sondern auch wenn ich woanders bin. Ich verstehe, ja. Und nun ist es ja so, dass sie dann auch sagt, du befriedigst dich selber, dann brauchen wir auch keinen Sex mehr. Ach. Genau. Das heißt, seitdem gibt es keinen Sex mehr? Ja, genau. Wie lange ist das jetzt her? Angefangen hat das vor 4 Monaten, aber seit 2 Monaten ungefähr ist das... Ist Schluss bei euch? Ja. Weil sie sagt, du befriedigst dich selbst und... Das ist ja absurd, oder? Ja, einerseits schon, ne? Nee, und das ist völlig absurd. Das ist nicht einerseits, das finde ich komplett daneben von deiner Freundin. Komplett. Ja, und es ist ja so... Ich finde, dass man in jeder Partnerschaft sollte jeder Partner absolut das Recht haben, sich auch selbst zu befriedigen. Du lieber Himmel, wo sind wir denn da? Das ist doch nicht schlimm. Wenn ich es mache, ist ja meine Sache. Da kann sie mir auch nicht zwischenfunken. Das ist ja auch das, was ich immer ihr versuche auch zu sagen. Ja. Selbst wenn ich es mache, kann dir das ja egal sein, aber ich mache das ja nicht. Genau, und das kommt auch noch hinzu. Und du hast ja auch nichts dagegen, wenn sie es macht. Bei sich? Nee, gar nicht. Gar nicht. Nee, andererseits würde es mich auch scharf machen. Ne? So, ja. So, aber jetzt ist ja ein richtiges Problem da. Sie unterstellt hier etwas, was schon absurd ist zu unterstellen, was zudem auch gar nicht stimmt. Und sie verweigert sich und sagt, ich schlafe dann mit dir nicht. Ja, genau. So, und nun, was machen wir jetzt? Ja, ich versuche ihr ja schon immer die ganze Zeit zu sagen, es ist nichts, du brauchst keine Angst haben. Wir können ja trotzdem deswegen ja noch Sex haben. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich versuche, mit ihr ansatzweise darüber zu reden, reagiert sie nicht. Dann ist dass sie kein Wort sagt. Ja, ich finde, dass du wirklich doch noch grundsätzlicher reden musst. Nicht nur sagen, da ist nichts, sondern du sollst sagen, da ist nichts, aber wenn da was wäre, wäre es auch egal. Ja, ne? Ich versuche es ja immer so zu sagen, aber sie hört ja dann in dem Moment nicht zu, dann sagt sie, ich will darüber nicht reden. Hast du Angst, dass sie komplett ab? Hast du Angst, dass die Beziehung kaputt geht, so wegen diesem kleinen Kram? Nein, wir haben schon Schlimmeres durchgemacht. Das ist, sag mal so, eins von den kleinsten Sachen. Mhm. So, und ich sag mal so, da würden wir auch schon drüber hinwegkommen. Bloß, das würde dann wieder einen ganz langen Zeitraum dauern, bis ich dann praktisch wieder zum Sex kommen würde. Und, ich finde, dass das Problem auch eine Lösung finden muss. Wenn sie nicht reden will, ich versuche sie ja mal mit ihr drüber zu reden, aber sie blockt immer ab. Wäre sie denn zugänglich dafür, wenn du sagst, pass mal auf, ich finde, wir haben uns jetzt verfahren, wir beiden. Wir gehen mal ein, zwei Mal zu einer Beratung. Wäre sie da, könntest du sie da ködern? Nee, dafür ist sie nicht so ein Mensch, weil ich ja ein Heimkind bin und sie hat auch viel aus meiner Heimkindzeit mitbekommen. Mhm. Sie war auch oft dort im Heim, hat mich besucht und sie weiß auch, wie so Psychologen und so dementsprechend reagieren. Mhm. Und ich hatte so eine feste Erzieherin und
die hat sie auch immer versucht, mit ihr zu reden und da hat sie immer komplett abgeblockt. Da blockt sie. Das ist jetzt ein großes Problem, weil das hätte ich sonst vorgeschlagen, dass ihr das gemeinsam macht, dass ihr zu einer neutralen Person geht, so wie du mich angerufen hast, dass ihr gemeinsam irgendwo hingeht und redet. Wenn sie das definitiv nicht will, finde ich das ja problematisch. Dann bleibt gar nichts anderes übrig, als dass du wirklich massiv doch versuchst, mit ihr darüber zu reden und ihr das klar zu machen, dass deine Liebe nicht beschädigt ist zu ihr, indem du dich selbst befriedigst, sondern das hat damit gar nichts zu tun. Das ist völlig getrennt voneinander. Ja, also ich habe es schon oft versucht. Ich denke mal, ich müsste jetzt nur ein paar Monate, ich müsste einfach einen gewissen Zeitraum abwarten, wo ich weiß, okay, jetzt kann ich nochmal mit ihr reden und dann kann ich es nochmal versuchen, das Thema anzuschneiden. Und dann mach es massiv. Aber jetzt muss ich massiv Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Lieber Patrick, alles Gute. Tschüss. Ich wünsche einen schönen Tag noch. Dankeschön. In der Technik Martin Trux und Uwe Petersen. Morgen um 23.30 Uhr WDR Fernsehen mit Alexander Klavs bei mir zu Gast. Und ihr könnt anrufen schon eine Stunde vorher. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss. 2 Uhr. Rom. Italiens Ministerpräsident Berlusconi gibt im Streit um die Besetzung der EU-Kommission offenbar nach. Berlusconi